herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird so ein bisschen gevloggt. Es ist Samstag und Samstag ist immer so Hauserledigungstag. Ich möchte ganz gerne hier in Karlchens Zimmer heute Poster anbringen. Also ich sage Poster dazu, aber die werden noch in Bilderrahmen eingepackt. Das zeige ich euch gleich. Und außerdem wollte ich euch auch mal was erzählen zum Thema Nachtlichter bei Kindern. Da habe ich jetzt so ein paar ausprobiert und mir meine Meinung gebildet. Ach ja, da piepst mein Handy, falls ihr euch wundert, warum hängt die Katrin die Bilder alleine auf? Ist das nicht Männersache? nö, Bilder aufhängen kann ich selber auch und wir haben uns aufgeteilt diesen Samstag. Mein Mann ist schon in Düsseldorf in einem Lampenfachmarkt. Lampen für unsere Terrasse zu besorgen, für die Außenbeleuchtung sozusagen, damit wir abends auch nicht im Dunkeln auf der Terrasse sitzen. Darum ist er schon mal alleine dahin gefahren und sucht da jetzt ein paar Lampen für uns aus. Sowas, glaube ich, ist einfacher, wenn wir das ohne Kinder machen bzw. uns da aufteilen. Darum nicht wundern, warum er nicht die Bilder mit mir aufhängt oder mir hilft am Samstag. Der ist also schon unterwegs. Und ja, mal schauen, wohin uns dieses Video heute treibt. Aber auf jeden Fall werden hier Bilder aufgehangen. Ich erzähle euch was zum Thema Nachtlichter. Und ja, Marie treibt wahrscheinlich auch wieder ihren Schabernack. So, bestellt habe ich bei Heart of Print über Davanda drei so Motive in DIN A4. In DIN A3 gibt es gar nicht so viele Posterdrucke leider. Und nicht jeder Davanda-Shop antwortet einem auf Nachrichten, habe ich jetzt festgestellt. Ja, das sind einfach so drei Motive, finde ich ganz okay. Und die kommen jetzt noch in so Bilderrahmen. Die habe ich über Amazon bestellt. Das ist jetzt hier ein Plexiglasrahmen. Bei Marie im Kinderzimmer haben wir ja von Ikea die Bilderrahmen. Oh. So, kurzes Telefonat zum Thema Lampen. Jetzt geht's weiter mit den Bilderrahmen. Wie gesagt, die habe ich über Amazon bestellt. Aus Plexiglas jetzt erstmal, finde ich jetzt fürs Kinderzimmer auch gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Und ich verlinke sie euch, waren ja auch nicht. Ja, waren auch nicht zu teuer. Und wenn man drei Stück braucht, guck mal, das ist so Popfolie. Dann bei drei Bildern läppert sich das ja dann irgendwann mit den ganzen Bilderrahmen. Von daher fand ich die jetzt hier ganz okay. Sind natürlich jetzt nicht super hochwertig verarbeitet. Aber ich denke, zum Aufhängen im Kinderzimmer reicht es allemal. Doch noch etwas frickeliger als gedacht, weil diese Bilderrahmen relativ schlecht an die Wand zu montieren sind. Die haben hinten noch so einen Ständer und diesen Ständer habe ich jetzt erstmal festgetaped, damit das Bild sich nicht immer von der Wand wegdrückt. Und noch dazu waren die Aufhängehaken auch etwas labil und da musste man auch so ein bisschen rumbasteln. Jetzt hängen sie. Und ich hoffe, sie bleiben jetzt auch erstmal so hängen, aber sie sind ja zum Glück aus Plexiglas. Wenn da eins runterfällt, dürfte das jetzt nicht so verheerende Auswirkungen haben. Und doch, ich bin ganz zufrieden mit den Bildern. Sieht eigentlich, ja, sieht, denke ich, ganz hübsch aus. Und jetzt kann es weitergehen, denn das war ja jetzt nur die Bettecke. Der Rest des Raums ist mir noch viel, viel zu kahl. Ja, auf jeden Fall wieder ein Stückchen mehr heimeliger gemacht.
So, dann wollte ich euch ja noch ganz kurz was zu den Nachtlichtern der Kinder erzählen. Und zwar hatte Marie vom Weihnachtsmann eine Leuchte von Osram bekommen, nämlich diese hier, zeig mal gerade. Diese kleine hier, die Eule mit diesem Blatt als Ladestation. Diese Eule hat wohl auch hier einen Bewegungsmelder drin in dem Blatt und diese Lampe gibt es auch noch als Rakete und ich glaube als Käfer. Die haben dann natürlich eine andere Statik. Ja, der kommt gleich. Eine andere Statik und Zusammensetzung als diese hier. Aber mit der, muss ich sagen, sind wir leider sehr unzufrieden, denn die ist für Kinderhände einfach total schwer auf diese Ladestation zu setzen. Zeige ich euch nochmal in der Nahaufnahme. Und es war dann so letztendlich, dass die Eule, ich weiß nicht warum, aber mitten in der Nacht um 4 Uhr ist sie angegangen und zwar so hell, dass Mariechen davon aufgewacht ist. Und das war der Moment, wo dann meine Toleranz erschöpft war, was diese Lampe angeht. Darum musste diese Lampe ausgetauscht werden. So, und zwar haben wir für Karlchen zu Weihnachten uns diese Lampe von Philips gewünscht gehabt und auch geschenkt bekommen von der Familie. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und diese kleine Lampe von Philips funktioniert einfach so nach dem Umdrehprinzip. Die geht also an und aus, wenn man sie umdreht. Von dem Prinzip hatte ich ja auch damals eine von Mickey Mouse. Ja, Moment. Und das Lustige daran ist, dass die sich auch so eindellen lassen. Die sind also ganz weich vom Material her. Und auch eine ganz simple Ladestation, wo die Kinder sie auch ganz eigenständig draufstellen können. Und davon waren wir dann in unserem Fall so begeistert, dass wir Marie noch diesen kleinen Buddy dazu gekauft haben, sodass der Drachengeist, genau. Den haben wir jetzt quasi dazu bestellt und wenn sie dann mal Licht benötigt und das mitnehmen möchte und damit durch die Gegend laufen wollen würde, was sie de facto noch nicht tut, dann ist er ganz einfach zu handeln, ganz einfach aufzuladen. Die haben ein schönes Format, fassen sich gut an und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, sie bleiben uns lange erhalten, aber sie haben eigentlich ganz gute Kritiken auf Amazon. So, außerdem haben wir spontan entschlossen heute, dass Karlchen heute ein bisschen Brei essen darf. Und bietet es sich an, das mal kurz festzuhalten. Food before one is just for fun, habe ich letztes Mal gehört bei jemandem. Er hat jetzt mal so ein bisschen ausprobiert, aber richtig begeistert war er noch nicht. Aber das macht ja nichts. Aller Anfang ist schwer und wir lassen uns Zeit. Das war jetzt für ihn mal zum Ausprobieren, dass er mal so ein bisschen im Mund herumschaufelt hin und her. Und alles Weitere, denke ich, wird sich noch zeigen. Wer sich für die Beikost-Einführung und Update-Videos interessiert, die ich schon gemacht habe mit Marie, die verlinke ich euch nochmal in der Infobox und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut! Tschüss!